Es war ein großer Bedarf, Filipinos zu motivieren und auszubilden, um wiederum philippinische Muslime für Christus zu erreichen. Und das nicht nur auf Mindanao, sondern auch in Indonesien und Malaysia. Unser großer Traum ist es zu sehen, wie Filipinos Muslime mit dem Evangelium erreichen. Als wir vor 22 Jahren hier ankamen, sagten alle, wirklich alle Filipinos, egal ob Christen oder Nicht-Christen, ihr seid verrückt. Warum geht ihr zu diesen Muslimen? Warum wollt ihr denen das Evangelium bringen? Sie werden euch betrügen, verraten, sie werden euch schaden. Da wir also feststellten, dass es nirgendwo auf den Philippinen eine Schule gab, die Filipinos in ihrer eigenen Sprache in Gebieten wie Bibel, Theologie, Missiologie, Anthropologie und Computer ausbildet, also in all den Dingen, die man wissen muss, um ein wirkungsvoller Missionar zu sein, haben wir zusammen diese Anstrengung unternommen. Filipinos sind großartige Missionare. Sie sind teamfähig und in der Lage, sich anzupassen. Im Großen und Ganzen sehr gesellige Menschen. Und wie gesagt, großartige Missionare. Bessere Missionare als wir sind, wenn sie gut ausgebildet sind. Gott ruft Filipinos heraus, nicht nur um mit uns zu gehen, sie erhalten eine gute biblische Ausbildung, sodass sie hinausgehen können, um das Evangelium anderen weiterzusagen. Es ist erstaunlich, wir haben mehr Missionare da draußen als jemals zuvor. Und diese Einrichtung hat die Fähigkeit, Gemeindegründungsteams zu allen unerreichten Volksgruppen zu schicken, hier auf dieser Insel und auch zu den anderen Inseln Mindanaos. Und das ist faszinierend. Unsere Studenten leben hier für 2 Jahre. Wir arbeiten und dienen gemeinsam. Nicht nur, um sie akademisch auszubilden und zuzurüsten, sondern auch, um ihren Charakter einzuschätzen und auf die Probe zu stellen. Darauf legen wir großen Wert. Wir helfen den Studenten durch ein Mentorenprogramm, in dem sie mit einem Mitarbeiter oder Lehrer zusammenarbeiten. Außerdem bauen wir in den Lehrplan Fächer ein wie geistliches Leben. Diese Dinge helfen zur Entwicklung der ganzen Person. Wir lernen sie auch, anderen ganzheitlich zu dienen, durch Landwirtschaft, Dorfentwicklung, Lese- und Schreibeunterricht. Das sind verschiedene Wege, wie man Menschen in verschlossenen Gegenden dienen kann, wo traditionelle Missionare wie ich nicht willkommen sind. Ich denke, es ist enorm, mit welcher Hingabe Scott, Patsy und die anderen Missionare sich der Ausbildung von Filipinos und an christusgläubigen Moslems widmen und sie dann wieder hinaus zu senden. Es geht nicht einfach darum, Leute rauszuschicken. Es geht darum, sie vollständig für den Dienst zuzurüsten. Ich denke, das ist äußerst wichtig. Unser Blick muss weitergehen als nur zu 1 oder 2 Generationen von Studenten, die als Missionare hinausgehen. Wir müssen auf den Vervielfältigungseffekt in der Zukunft schauen und darauf achten, dass die Reinheit des Evangeliums und der biblischen Lehre bewahrt bleibt. Die meisten unserer Studenten haben sogar ziemliche Probleme, wenn sie kommen, denn sie kennen keine Muslime und sie lieben keine Muslime. So besteht eine Arbeit darin, Studenten zu begleiten und ihnen zu helfen, Muslime als Menschen kennen und lieben zu lernen und sie als Person zu schätzen. Wenn sie ihre Ausbildung beginnen, sind sie sehr unsicher in Bezug auf Muslime. Aber wenn sie wieder gehen, sind sie bereit, ihr ganzes Leben einzusetzen, um die Unerreichten zu erreichen. Ich habe erfahren, dass es sehr schwer ist, mit meiner muslimischen Familie über das Evangelium zu reden. Ihr Glaube ist so ganz anders. Ich habe gelernt, dass es Dinge gibt, die ich genau durchdenken muss, wenn ich das Evangelium weitersage. Man braucht Weisheit und Gebet. Die LRF hat praktische Wege gefunden, um Muslime zu erreichen, wie Landwirtschaft und Gartenbau. So können wir ihnen zeigen, wie sie für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Diese Dinge sind eine Brücke zu dem, was am wichtigsten ist, ihre geistlichen Bedürfnisse zu stillen.
Wenn wir nicht zu diesen Menschen gehen, wie sollen sie dann erreicht werden? Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, es ist zu gefährlich zu gehen. Es war für den Herrn Jesus nicht ungefährlich, den Himmel zu verlassen. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Wir müssen uns klar machen, es gibt einen Preis zu bezahlen. Unsere Absolventen sind gewillt, diesen Preis zu zahlen. Es ist nicht ihr Ziel, Märtyrer zu werden, aber sie sind sich bewusst, dass es eine Realität werden könnte. Sie überschlagen die Kosten und folgen Christus täglich. Es kostet nur 1.000 Euro pro Jahr pro Student hier an der LRF. Wir stellen Essen bereit, Bücher, Strom, einen Platz im Studentenwohnheim und Beförderung zu den Einsatzgebieten. Das tun wir hier nur für 1.000 Euro pro Student pro Jahr. Stell dein Leben Gott zur Verfügung und lebe dein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Gott wird dich dafür segnen, dementsprechend, was du hier investiert hast. Verschwende deine Mittel nicht für Dinge dieser Welt, sie sind zu kurzlebig. Gebrauche, was du hast, für Gottes Sache. I have not been called to the wisdom of this world, but to a God who's calling out to me. And even though the world may think I'm losing touch with reality, it would be crazy to choose this world.